Wir Österreicher stehen natürlich auf Hofräte, auf die Kaiserzeit. Was gibt es Schöneres, als zu sagen, als das Testimonial einer Marke ist ein echter Prinz? And now please welcome Prince Hubertus zu and von Hohenlohe. Wir sind hier im Robinson Club Nobilis in der Türkei und fotografieren die Robinson-Kampagne für Österreich mit Hubertus von Hohenlohe. Ja, also hier sehen wir unser erstes Motiv. Hubertus versucht sich im Yoga. Wir haben 4 Motive. Yoga machen, Tennis spielen, Golf spielen und am Ende darf er sich noch ein bisschen ausruhen und in der Liege liegen. Hubertus von Hohenlohe hat in Österreich einen sehr, sehr guten Namen. Es ist schade, wir dürfen den Adelstitel in Österreich ja nicht verwenden, aber wir haben das ein bisschen umschrieben und wir haben die ganze Kampagne so gemacht, dass Hubertus die Marke adelt. Hubertus ist der typische Robinson-Gast für uns. International, spricht viele Sprachen, hat die Welt gesehen. Das war für alle irgendwo klar. Der Typ ist cool, den nehmen wir jetzt. Es gibt ja den Golfspieler und es gibt den Golfer. Du spielst Golfen, um zu zocken, oder? Ich glaube, er hat mich falsch eingesetzt. Ich bin ein Künstler, der die Schläge designt und jeder Einzelne ist ein kleines Kunstwerk, das daneben geht oder manchmal funktioniert. Also Hubertus von Hohenlohe passt super zu Robinson, weil Robinson ist ja der Club für Vielkönner und Nichtsmüsser. Und ich würde mal unterstellen, er müsste das alles nicht machen. Ich liebe Tennis, ich liebe Golf, ich liebe ins Wasser springen. Ich bin ein aktiver Typ, der neugierig ist und der immer wieder was Neues probieren möchte und das passt dazu. Late Breakfast, das ist schon vorbei. Langschläferfrühstück, das ist leider nichts für uns diesmal. Aber das richtige Essen. So, jetzt schauen wir mal. Ah, Oktopussalat, rote Rüben für die schlimmen Kinder. Was ist, Chef? Was ist das? Lüb de mer. Und das machst du frisch? Meine Freundin haltet mich immer auf Diät. Das ist so gesund, dass es schon fast wieder wehtut. Jetzt schauen wir mal, was die Türken im Bereich Nachspeise können. Es ist ein Club, wo du faktisch reinkommst und dann deine Sorgen vergessen kannst. Immer was zu essen, was zu trinken. Die Buffets sind ja unfassbar groß. Es wirkt schon so für die Kinder als kleines Schlaraffenland. Alles, was so möglich ist. Ich meine, die Disco gestern Abend, das war ja fast wie Ibiza. Nur waren halt die verrückten Charaktere nicht da, sondern halt angenehme Leute. Robinson zeichnet sich sicher durch einen sehr hochwertigen, sehr ruhigen, sehr aufgeräumten Bildlook. Wir arbeiten mit sehr natürlichen Motiven, alles sehr auf Authentizität ausgelegt. Also das Gegenlicht macht es wahnsinnig hochwertig und sauber und klar. Ein bisschen technisch anspruchsvoller zum Fotografieren, aber es ist viel schöner. Und gepaart mit dem blauen Himmel ist es auch ein bisschen unrealistisch. Hey, da bin ich! Das gibt's doch nicht. Hast du es mal probiert mit draufstehen? Ich habe mir die raue Variante gefragt und sie gibt Gas, um zu zeigen, dass sie Kraft hat. Relaxen vom Golfspielen und Tennisspielen und mich wichtig machen. Sich beobachtet zu fühlen ist immer ein bisschen anstrengend. Das Leben ist sehr schwer. Ich könnte lesen, ich könnte mir Fotos anschauen, aber es ist so angenehm, dass ich alles irgendwie nur so halbert machen werde. Lass mal sehen, ob du da noch fast einschlafen kannst. Wie würdest du da einschlafen, wenn du einschläfst jetzt so? Die Erwartungshaltung bringt mich unter Druck, anstatt mich total zu entspannen. Also es ist natürlich was ganz Besonderes für einen österreichischen Art-Direktor in einer deutschen Werbeagentur, wenn wir dann eine Kampagne realisieren für den heimischen Markt. Da muss man natürlich gucken, dass es dann vielleicht noch einen kleinen Ticken perfekter ist als sonst. Ich kann mich sehr gut damit identifizieren, immer ein bisschen aktiv sein, ins Wasser springen. Mein Vater hat selber einen sehr schönen Club aufgebaut in Marbella. Also bin ich eigentlich der Typ, der das so ein bisschen verkörpert. Also es war eine super schöne Zeit. Wir sind einen Tag vor Drehende eigentlich fertig geworden und wir erwarten uns in Österreich eigentlich ein ganz großes Feedback und ich bin da absolut sicher, das werden wir auch bekommen.